Hallo ihr Lieben, ich bin's, Andrea aus der Basteloase. Ich grüße euch. Ich habe heute nochmal ein One Day Saving Haul, beziehungsweise stelle euch nochmal ein paar Artikel vor, die ich von One Day Saving zur Verfügung bekommen habe. Und ja, ich fange einfach an und erzähle euch da was zu. So, hier, mal gucken, das muss ich mal aufmachen. Wo habe ich meine Schere? Ach, ich bin noch nicht ganz hier zu Hause mit meinem neuen Arbeitsplatz. Ich suche immer an anderer Stelle. Aber es ist so genial hier. Schön. Schön Platz habe ich jetzt hier. So, und zwar habe ich von One Day Saving dieses Lesezeichen bekommen. Und es ist immer für jemand, der noch nicht Diamond Painting gemacht hat, erkläre ich das immer gerne nochmal. Es ist ein Lesezeichen, und zwar ist das auch aus, ich würde mal sagen, das ist sogar, nee, ist Kunstleder, aber toll gemacht. Und hier oben ist dann so eine schöne Hummel drauf. Und dann gibt es dazu die Steine. Also bei One Day Saving bekommt ihr immer alles zusammen, was ihr braucht, um loszulegen. So. Dann sind hier auf den Tüten sind hier immer Zahlen aufgeschrieben. Hier sind das Zahlen, manchmal sind es Buchstaben. Je nachdem, wie das Bild, was ihr machen wollt, wie das gestaltet ist. Es gibt auch Bilder, die haben Zahlen und Buchstaben. Diese Hummel hat jetzt nur Zahlen. So, dann sucht ihr euch raus, womit ihr anfangen wollt. Ich will jetzt mal mit der 1 anfangen. Dann hole ich mir die Tüte 1 und schneide mir die schon mal ab. Und schneide sie mir auf. Dann gibt es dazu immer ein Schiffchen, das braucht ihr, damit sich die Steine in die richtige Richtung legen. Also, dass die Oberseite oben ist. Dann habt ihr ein Werkzeug dabei und dann habt ihr eine Wachsplatte bei. Hier ist sogar auch nochmal eine Pinzette bei. Da kann man dann nochmal, wenn Steine nicht richtig sitzen, kann man sie nochmal richtig hinschieben. Und diese Wachsplatte hat immer eine Folie drauf. Die müsst ihr umknicken, dann geht ihr mit dem Tool hier rein und holt euch ein bisschen Wachs raus. So, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen viel. Gucken, klebe ich da wieder drauf. So, und jetzt guckt man, wo ist die 1, und das ist hier beim Flügel. Und dann nimmt ihr einfach die Schutzfolie ein Stück ab, so weit, dass ihr gerade daran kommt. Und dann geht ihr los und legt die Steine. Und das durch den Wachs, den ich jetzt aufgenommen habe, in diesem Arbeitstool, bleiben die Steine nämlich dran haften. Wenn sie nicht mehr haften, dann musst du wieder in die Wachsplatte gehen. Und so lege ich ratzifatzi die Steine zusammen. Und ich liebe es ja, wenn ich was mache, was nicht so aufwendig ist. Also Vollbild, habe ich festgestellt, ist auch nicht meins, weil mir das zu lange dauert. Ich habe nicht so viel Geduld. Und ich bin ja immer noch bei der Eule bei, da bin ich immer noch nicht weitergekommen. Wie gesagt, ich habe da nicht so wirklich die Geduld für, so lange was zu legen. Solche Motive wie jetzt hier oder auch wie mein Home-Schild, was ich ja schon gemacht habe, was ja so supermäßig geworden ist, das mag ich gerne. Das ist so eine entspannende Arbeit und ich habe schnell ein Ergebnis und das ist für mich wichtig. Und was ich bei One Day Saving festgestellt habe, die Qualität ist sehr gut. Qualität der Steine und auch von den
von dem Material, was man mitbekommt, ist einfach toll. Und nun seht ihr schon mal, da habe ich schon mal den Flügel gelegt, ne? Und es bleiben immer Steine übrig, also ihr braucht nicht alle Steine. Ich mache das jetzt so, weil jetzt will ich ja nicht weitermachen. Dann nehme ich mir ein Stück Tesafilm. Das ist so. Siehst du, ich habe das noch nicht hier alles im Griff bei mir. So, das hängt jetzt ein bisschen weiter weg. So, dann nehme ich mir einen Streifen Tesafilm, knick die einmal so um und mache die Tüte zu, dass mir da keine Steine abhanden kommen. Und jetzt kann ich das alles wieder wegpacken und kann dann nächstes Mal, wenn ich dann wieder Lust habe, kann ich dann weitermachen. Packe ich mir das alles hier wieder rein. Macht dann nächstes Mal weiter. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr mehrere Sachen habt, dass ihr die auch getrennt aufbewahrt, damit ihr immer wisst, zu welchen Artikel die Steine gehören. So, hier nehme ich jetzt die mal für Restesteine. Und die Steine, die dann so übrig bleiben, die eignen sich total gut zum Basteln. Also auch wenn man Karten macht, sind die gut. So habe ich hier so ein ganzes Set zusammen. Das war das erste. Dann gucken wir mal das nächste Bild. Das habe ich mir gar nicht ausgesucht. Das haben sie on top oben drauf mit reingepackt. Und jetzt schauen wir mal, was das Schönes ist. Oh, Schmetterlinge. Ich mag ja Schmetterlinge. Ja, cool. Cool. Sieht das nicht cool aus? Ich zeige euch das mal. Ist das nicht cool? Und dann auch mit diesem schwarzen Hintergrund und das schön gerahmt an der Wand. Das wird richtig edel aussehen. Und es legt sich auch glatt mit der Zeit. Also das hatte ich jetzt mit meinem anderen hier auch, mit meiner Eule. Da habe ich ja auch... Das war auch erst so krumm und dann habe ich das so hingelegt. Und dann war das ratzifatzi, war das glatt. Und hier sind jetzt auch wieder alle Steine sind jetzt dabei. Und ich muss sagen, die Qualität der Steine ist mega. Ich persönlich habe noch keinen kaputten Stein gehabt. Ich weiß nicht, ob ich bis jetzt immer noch Glück hatte. Aber es ist tatsächlich so. Ich hatte noch keinen kaputten Stein dabei. Und es sind auch mal so Sondersteine dabei, so wie diese jetzt hier. Und auch hier ist alles dabei, was ihr braucht. Auch hier ist wieder die Pinzette bei, ein Tool, Schiffchen, Wachs, um das alles zu machen. Ja, das finde ich ja auch schon mal mega. So, dann kommt etwas, was ich mir ausgesucht habe. Gnome ist ja total in. Und das sind auch so schöne Sachen für Weihnachten. Dass man schon mal so Weihnachten oder Nikolaus schon mal so ein paar Geschenke hat. So, und das ist auch wie immer ein Komplettset. Ne? Es ist hier alles dabei. Auch die Steine sind hier dabei. Auch hier sind wieder Sondersteine bei, in Sonderform. Und jetzt zeige ich euch das mal. Und das ist so süß. Ein Gnom. Und dann ist das eine Sporttasche, ne, für Kinder. Da können sie dann so ihre Sportsachen reintun. Also das finde ich total gut. Richtig, richtig schön hier mit Tunnelzug. Und ja, ich gucke immer mal so ein bisschen bei den Nähten, ob das auch gut vernäht ist. Ja, das ist in Ordnung. Und das ist auch so Material, was auch schmutzabweisend ist. Und dann ist da dieser, ich will mal gucken, ob ich das gut in die Kamera kriege. Ja, so könnte es sein. Ist das nicht süß, dieser Gnom? Und Gnom ist ja so in im Moment. Und auch so ein Teil schaffe ich zu legen. Ne? Also da ist man relativ zackig mit fertig. Und das ist einfach so schön. Das gefällt mir richtig gut. Und das packe ich hier mal alles rein. Und Weihnachten kommt ja immer früher, als man denkt, ne?
ach, ist schon wieder Weihnachten und wo habe ich meine Geschenke? Deswegen fange ich mal rechtzeitig an. Und sowas eignet sich total toll. Auch vielleicht für Nikolaus, in Schuh rein. Und das würde ich aber machen, wenn ich jetzt das gemacht habe. Dann werde ich das auch versiegeln. Ich habe auch Versiegler da, damit auch das richtig gut nutzbar ist. So, das war dabei. Und das hatte ich mir auch ausgesucht. Schauen wir uns das nochmal an. Und ihr kriegt bei Wonder Saving eigentlich alles, was das Herz begehrt an Diamond Painting. Ich glaube, da bleibt kein Wunsch offen. Das ist Wahnsinn, was sie an Artikel haben. Und was mich so begeistert, und deswegen empfehle ich euch das so, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar. Wirklich unschlagbar. Zu der Qualität, die ihr da bekommt, das ist einfach Wahnsinn. So, und das ist jetzt ein Flaschensäckchen. Da kann man jetzt, ist auch wieder mit dem Wichtel, mit so einem Weihnachtswichtel. Voll süß und auch der ist schön gearbeitet. Passt toll eine Flasche rein. Oder vielleicht nehme ich den auch als Nikolaus-Säckchen und packe da was rein. Ich muss mal gucken. Das ist natürlich auch niedlich. Und auch der ist ja schnell gemacht. Und auch wieder hier alle Steine, die ihr braucht. Und es ist auch mal so schön, dass bei diesen Sachen auch immer Glitzersteine bei sind. Immer Sondersteine bei sind. Ich mache das mal auf hier. Und jede Menge Steine auch übrig bleiben. Ich habe mal zur Kamera geguckt. Hoffentlich habe ich sie auch an. Ich kenne mich ja. So. Und da sind jetzt auch, hier seht ihr mal so einfach die Steine. Und auch wirklich, also da sind auch nur die Steine in der Tüte drin, die da reingehören. Und wie gesagt, es bleiben genügend übrig. Und hier sind auch nochmal so Sondersteine drin. Also das ist wirklich richtig, richtig toll. So, das kann ich ja da jetzt in das Säckchen reintun. Und was das auch toll ist und deswegen, also ich habe ja jetzt, ich hatte ja Ferien und ich muss gestehen, ich habe geschwächelt mit meinem Abnehmen. Im Gegenteil, ich habe sogar wieder ein klein bisschen zugenommen. Oh, ich ärgere mich so. Und aber nichtsdestotrotz, ich hatte jetzt Ferien und da schmeckte eben halt die Torte auch mal lecker. Und ich mache das jetzt wieder so, deswegen komme ich da überhaupt drauf zu sprechen, dass ich mir die Sachen abends hinlege. Und abends beim Fernsehen habe ich immer diese Angewohnheit, mir immer gerne was im Mund zu stecken. Das tue ich aber nicht, wenn ich beschäftigt mit sowas bin. Und das ist, für mich ist das eigentlich das optimale Diätmittel, mit den Händen beschäftigt zu sein, weil man denn nicht auf die Idee kommt, mit den Händen sich irgendwas im Mund zu stecken. Genau, also der ist auch richtig toll und auch von der Verarbeitung her gefällt er mir. Und das haben sie mir auch extra reingetan. Und da habe ich mich gefreut drüber. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Und zwar, schaut euch das mal an. Ist das nicht ein Traum für kleine Mädchen? Ein Einhorn. Ich weiß schon, wer da schreit. Oh, wie schick ist das denn, ne Kerstin? Ja, also das ist wirklich toll. Und das ist jetzt 30 x 30 cm. Und auch hier ist alles dabei, was ihr braucht. Ne? Eine Pinzette, ein Schiffchen, Wachs, ein Tool und auch die tollen Steine. Und schaut euch mal, das muss ich mal rausholen. Schaut euch mal diese mega Steine an. Hier sind solche, guck mal hier, so eine richtig coolen Steine. Es kommt gar nicht so rüber, wie toll die glänzen. Und was meint ihr, wenn das fertig ist? Das ist ein absoluter Traum. Und das ist doch absolut was für ein Mädchen,
vier Zimmer schön einrahmen und dann kommt es an die Wand. Oder noch anders, auch wenn das Mädchen vielleicht schon älter ist und trotzdem noch Einhörner total klasse findet, dann einfach das als Geschenkset machen. Und wie gesagt, schaut rein bei Wandering Saving. Ihr werdet überrascht sein, wie da die Preise sind. Das ist echt unschlagbar. Und ihr wisst ja, ich empfehle euch nur Sachen, wo ich weiß, das ist okay. Da bin ich wirklich, stehe ich total hinter und kann euch das wirklich vollen Herzen empfehlen. Ich habe ganz viele Anfragen von Kooperationen, die ich alle ablehne, weil mir dann entweder passt mir das nicht mit der Lieferung, das ist zu teuer, oder Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt nicht, oder es ist mir, der ganze Shop ist mir unsympathisch. Das stelle ich euch hier gar nicht vor. Ich stelle euch wirklich nur Sachen vor, wo ich sage, ja, wow, das passt. Und hier zum Beispiel auch noch mal für diejenigen, die jetzt gerne wissen möchten, noch mal, wie das so funktioniert. Hier ist auch immer eine Legende. Das heißt, Tüte 1 kommt auf 1, Tüte 2 kommt auf 2, Tüte 6 auf 6. Hier ist das ja zufälligerweise immer das Gleiche. Ihr habt aber auch Bilder, da ist die Legende denn so, dann ist 1 vielleicht das Symbol A. Ne, also das ist immer richtig schön gemacht und auch so, dass man das lesen kann und auch die Qualität von dem Material ist. Es ist richtig griffig, es ist nicht so labberig, es ist richtig gutes Material. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat der Haul gefallen. Ich werde euch diese ganzen Artikel, die ich euch gerade gezeigt habe, unter dem Video in der Infobox verlinken. Das heißt, ihr braucht ja nur noch raufklicken und dann kommt ihr gleich, weil sonst müsst ihr euch nämlich, sag ich mal, echt um stundenlang suchen, um das zu finden. Ich wollte jetzt das andere nicht sagen. Oh, ich kriege schon wieder einen Kaffee. Dankeschön. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Der Kaffee hat mich jetzt gerade aus dem Konzept gebracht. Nein, also ihr kriegt den Link in der Infobox und wenn ihr jetzt sagt, oh, das ist Einhorn, das geht kein Weg dran vorbei, das muss ich unbedingt haben, dann klickt da drauf, dann kommt ihr automatisch zu diesem Einhorn hin. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Nachmittag, ganz liebe Grüße, bleibt gesund, Andrea aus der Basteloase.